Diese Mädchen singen. These girls sing. Sie reden immer. They always talk. Sie rufen an. They are calling. Sie sind so schwach. They are so weak. Sie haben nicht gesagt. They did not say. Sie haben jeweils Dollar eins. They got $1 each. Sie sprechen Tamil. They speak Tamil. Sie liebten. They were loving. Sie sind gleich. They're the same. Dieses Buch ist sein. This book is his. Das ist sein Buch. This is his book. Das ist mein Onkel. This is my uncle. Das ist der Weg. This is the path. Das war töricht. This was foolish. An einen anderen Ort. To another place. Versuche es besser zu machen. Try to do better. Warte, bis ich komme. Wait till I come. Wir sind erfreut. We're delighted. Wir sind nicht unten. We are not below. Wir sind zu müde. We are too tired. Wir sind mit dem Zug gefahren. We came by train. Wir haben kein Geld. We have no money. Wir haben nicht gesehen. We have not seen. Wir haben sie gesehen. We have seen her. Wir sahen das Pferd. We saw the horse. Wir haben früh angefangen. We started early. Wir waren weit weg. We were far away. Wir waren nicht zu spät. We were not late. Wir sprachen. We were speaking. Wir werden es herausfinden. We will find out. Was hat sie gesagt? What did she say? Was hast du gekauft? What did you buy? Was hast du gesagt? What did you say? Was sagen sie? What do they say? Was meinen sie? What do you mean? Was willst du? What do you want? Was sagt es? What does it say? Was macht sie? What does she do? Was ich gesagt habe. What I have said. Was ist Abwechslung?
What is variety? Wie heißt er? What is his name? Worum geht es? What is it about? Was gibt es Neues? What is the news? Wie war es? What was it like? Was wirst du machen? What will you do? Was? Immer noch hier? What? Still here? Was auch immer passiert. Whatever happens. Wo kann ich finden? Where can I find? Wo bist du gegangen? Where did you go? Wo ist das Auto? Where is the car? Wen hast du gesehen? Whom did you see? Wen willst du? Whom do you want? Wem ist das für? Whom is that for? Warum bist du zu spät? Why are you late? Warum machst du dir Sorgen? Why do you worry? Ja, mein ganzes Leben. Yes, all my life. Du hast sie gebracht. You brought them. Du siehst blass aus. You do look pale. Da haben sie mich erwischt. You got me there. Sie können falsch sein. You may be wrong. Sie müssen sich verbessern. You must improve. Du hast geschrieben. You were writing. Du wirst spät sein. You will be late. Du schreibst besser. You write better. Du bist wunderschön. You're beautiful. Sie sind sehr nett. You're very nice. Guten Abend, mein Herr. Good evening, sir. Gute Reise. Have a good trip. Eine Hinfahrkarte. A one-way ticket. Bist du angekommen? Have you arrived? Ich wünschte, ich hätte einen. I wish I had one. Wann fahren wir? When do we leave? Ich bin 26 Jahre alt. I'm 26 years old. Hier ist meine Nummer. Here's my number. Ich komme aus Amerika. I'm from America. Ich gehe ins Bett. I'm going to bed. Es ist 25 August. It's August 25th. Bist du Amerikaner? Are you American? Geschäft ist gut.
Business is good. Nein, ich bin Amerikaner. No, I'm American. Wie heißen Sie? What's your name? Wie groß bist du? How tall are you? Wie viel ist das? How much is that? Ich habe nur gescherzt. I'm just kidding. Es ist nicht sehr weit. It's not too far. Das glaube ich nicht. I don't think so. Ich verstehe jetzt. I understand now. Ich habe diesen Kuchen gemacht. I made this cake. Mein Bauch tut weh. My stomach hurts. Kannst du das reparieren? Can you fix this? Hörst du das? Do you hear that? Ist alles in Ordnung? Is everything okay? Ist dein Sohn hier? Is your son here? Was hast du? What do you have? Von wo kommt er? Where is he from? Er ist ein Ingenieur. He's an engineer. Wie war die Reise? How was the trip? Er ist ein Amerikaner. He's an American. Ich machte einen Fehler. I made a mistake. Ich muss jetzt gehen. I need to go now. Nimm mich in die Innenstadt. Take me downtown. Das Auto ist behoben. The car is fixed. Der Fernseher ist kaputt. The TV is broken. Ich schaue nur. I'm just looking. Gute Nacht, John. Good night, John. Stehen Sie bitte auf. Stand up, please. Jetzt lesen Sie bitte. Now read, please. Das ist ein Buch. That's your book. Wo ist die Tür? Where's the door? Ist dieses Buch? Is this book his? Sie sind nicht meine. They're not mine. Wie heißen Sie? What's your name? Mein Name ist Jonas. My name is Jones. Es ist 2 Uhr. It's 2 o'clock. Ich bin der Jüngste. I'm the youngest. Ein hingebungsvoller Ehemann. A devoted husband. Ein verrückter Hund hat ihn gebissen. A mad dog bit him. Und viele Bücher.
And lots of books. Noch ein gutes Geschäft. Another good deal. Bist du jetzt bereit? Are you ready now? Aaron arbeitet härter. Aaron works harder. Wie es regnete. As it was raining. Fragen Sie, was er will. Ask what he wants. Vögel bauen Nester. Birds build nests. Aber ich liebe Kaffee. But I love coffee. Komm schon, ihr Jungs. Come on, you guys. Könntest du erklären? Could you explain? Könnten Sie mir das sagen? Could you tell me? Schneide es in Längsrichtung. Cut it lengthwise. Mach, was du willst. Do as you please. Gute zu anderen. Do good to others. Spreche ich laut? Do I speak loudly? Verwirre mich nicht. Do not confuse me. Störe mich nicht. Do not disturb me. Geh jetzt nicht raus. Do not go out now. Mach nicht Lärm. Do not make noise. Erwähne es nicht. Do not mention it. Rede nicht mit mir. Do not talk to me. Hast du ein Auto? Do you have a car? Musst du gehen? Do you have to go? Brauchen Sie einen Stift? Do you need a pen? Besitzen Sie ein Fahrrad? Do you own a bike? Riechst du das? Do you smell that? Jeder ist gut. Everybody is fine. Jeder weiß es. Everyone knows it. Vater ist zu Hause. Father is at home. Von Zeit zu Zeit. From time to time. Gib mir den Herrscher. Give me the ruler. Ich gehe den Hügel hinauf. Going up the hill. War er dort? Had he been there? Hans-Peter lacht. Hans-Peter laughs. Er stimmte zu. He agreed to come. Er kam nach Zürich. He came to Zurich. Er ging bestimmt. He certainly went. Er hat es nicht gesagt. He did not say it. Er kämpfte tapfer. He fought bravely.
Er hat meine Handtasche gefunden. He found my purse. Er geht zur Schule. He goes to school. Er war geliebt worden. He had been loved. Er ist geliebt worden. He has been loved. Er ist gestochen worden. He has been stung. Er hat einige Rechnungen. He has some bills. Er hörte die Nachricht. He heard the news. Er ist ein tapferer Junge. He is a brave boy. Er ist eine tote Ente. He is a dead duck. Er ist ein toller Kerl. He is a great guy. Er ist ein Ingenieur. He is an engineer. Er wird geliebt. He is being loved. Er ist nur ein Kind. He is but a child. Er heißt Hans. He is called Hans. Er liebt Tee. He is fond of tea. Er ist im Wissen. He is in the know. Er ist im Zimmer. He is in the room. Er ist intelligent. He is intelligent. Er ist mein Nachbar. He is my neighbor. Er ist wirklich dumm. He is really dumb. Er ist so eine Karte. He is such a card. Er ist sehr hell. He is very bright. Er ist sehr stark. He is very strong. Er lebt in Italien. He lives in Italy. Er lebt in Paris. He lives in Paris. Er hat einen Diamanten verloren. He lost a diamond. Er kann zu Hause sein. He may be at home. Er muss sich entschuldigen. He must apologize. Er hat seine Schulden bezahlt. He paid his debts. Er hob seine Waffe. He raised his gun. Er antwortete kurz. He replied curtly. Er setzte sich auf einen Hocker. He sat on a stool. Er sah die Gefahr. He saw the danger. Er hat den Tiger erschossen. He shot the tiger. Er sprach ein wenig. He spoke a little. Er taumelte zurück. He staggered back. Er versuchte sein Bestes. He tried his best. Er besuchte Zürich. He visited Zurich.
Er wartete eine Stunde. He waited an hour. Er war ein freundlicher Mann. He was a kind man. Er war ein Adliger. He was a nobleman. Er hat mich angerufen. He was calling me. Er sah Mrs. He was seeing Mrs. Er war so durstig. He was so thirsty. Er war undankbar. He was ungrateful. Er war sehr glücklich. He was very happy. Er ging, als ich kam. He went as I came. Er ging nach München. He went to Munich. Er wird hierher kommen. He will come here. Er wird Arbeit finden. He will find work. Er schreibt lesbar. He writes legibly. Hier verschmolzen zu zahlen. Here fuse to pay. Hier ist die Uhr. Here is the watch. Hier ist dein Buch. Here is your book. Sein Name ist Roman. His name is Roman. Wie wäre es mit einer Pizza? How about a pizza? Wie geht es Ihnen? How are you doing? Wie groß ist Berlin? How big is Berlin? Wie kann es Spaß machen? How can it be fun? Wie kann das sein? How could that be? Wie kam er weiter? How did he get on? Wie machst du das? How do you manage? Wie ist es dir gegangen? How have you been? Wie viel war das? How much was that? Wie klug bist du? How smart are you? Wie klug du bist. How smart you are. Wie das enden wird. How this will end. Ich bin ein Babysitter. I am a babysitter. Ich kann nehmen. I am able to take. Mir geht's gut, und Ihnen? I am fine, and you? Ich bin aus Chicago. I am from Chicago. Ich bin im Recht. I am in the right. Ich gehe gerade ab. I am just leaving. Ich bin kein Sänger. I am not a singer. Ich bin kein Schneider. I'm not a tailor. Ich bin mir jetzt nicht sicher. I'm not sure now. Ich bin auf dem Wagen.
I am on the wagon. Ich schaue nur. I am only looking. Ich beobachte dich. I am watching you. Das kann ich akzeptieren. I can accept that. Ich kann das nicht tun. I cannot do that. Ich kann es nicht ändern. I cannot help it. Ich schrie traurig. I cried out sadly. Ich habe dich nicht gesehen. I did not see you. Ich mag dich nicht. I do not like you. Das glaube ich nicht. I do not think so. Das will ich nicht. I don't want that. Ich vergesse seinen Namen. I forget his name. Ich hatte geliebt. I had been loving. Ich hatte ein Buch verloren. I had lost a book. Ich kenne sie kaum. I hardly know her. Ich habe Kopfschmerzen. I have a headache. Ich bin geliebt worden. I have been loved. Ich hatte genug. I have had enough. Ich habe keinen Mantel. I have not a coat. Ich habe Arbeit zu erledigen. I have work to do. Ich weiß die Antwort. I know the answer. Ich habe ihn hinter sich gelassen. I left him behind. Ich mag das Hemd. I like that shirt. Ich mag dieses Hotel. I like this hotel. Ich habe meinen neuen Stift verloren. I lost my new pen. Ich brauche eine Hose. I need some pants. Ich muss nach Hause. I need to go home. Ich habe die Tür geöffnet. I opened the door. Ich lief zur Tür. I ran to the door. Ich sage, was ich meine. I say what I mean. Ich werde lieben. I shall be loving. Ich werde wiederkommen. I shall come back. Ich werde noch sitzen. I shall sit still. Ich sage die Wahrheit. I speak the truth. Ich dachte so viel. I thought as much. Ich werde wiederkommen. I will come again. Ich würde empfehlen. I would recommend. Mir geht es gut und dir? I'm good, and you? Ich bin noch nicht fertig. I'm not ready yet.
Ist sie schlecht verletzt? Is she badly hurt? Ist sie bekannt? Is she well known? Es ist nichts zu sehen. It cannot be seen. Das kann nicht wahr sein. It cannot be true. Es kostet ein Vermögen. It cost a fortune. Es macht mir peinlich. It embarrasses me. Es war trocken geworden. It had become dry. Es hatte drei Beine. It had three legs. Es ist ein Papierschnitt. It is a paper cut. Es ist fit zu tragen. It is fit to wear. Es ist in meinem Geldbeutel. It is in my purse. Es ist meine eigene Idee. It is my own idea. Es macht keinen Spaß. It is not any fun. Es ist kein Gebrauch. It is not any use. Es ist nicht zu groß. It is not too big. Es ist 10 Uhr. It is 10 o'clock. Es hat die Ratte getötet. It killed the rat. Es war schmutzig. It was dirt cheap. Es wird besser sein. It will be better. Geh einfach raus. Just go out there. Leihen Sie mir die Ohren. Lend me your ears. Lass uns dafür werfen. Let's toss for it. Lass uns spazieren gehen. Let's take a walk. Laden Sie auf die Boxen. Load on the boxes. Lorenz ist gescholten. Lorenz is scolded. Luxus und Geschwindigkeit. Luxury plus speed. Notieren Sie es. Make a note of it. Michael ist berühmt. Michael is famous. Mike kann schnell laufen. Mike can run fast. Mutter ist zu Hause. Mother is at home. Muss sie schnell laufen? Must she run fast? Mein Bruder ist raus. My brother is out. Meine Uhr war verloren. My watch was lost. Niemand vertraut ihm. No one trusts him. Niemand war abwesend. Nobody was absent. Oh nein, das ist nicht. Oh, no, it is not. Bitte kratzt aus. Please scrape out. Bitte bleiben Sie, bitte.
Please stay, Bill. Setzen Sie auf Ihr Hemd. Put on your shirt. Reduzieren Sie die Lautstärke. Reduce the volume. Denken Sie daran, das Datum. Remember the date. Rosen riechen süß. Roses smell sweet. Sie hat nicht gesprochen. She did not speak. Sie ist verliebt. She is infatuated. Sie seufzte tief. She sighed deeply. Sie singt süß. She sings sweetly. Sie sticht gut. She stitches well. Sie meinte das. She supposed that. Zeig mir das Haus. Show me the house. Also, was machen wir? So, what do we do? Schalten Sie den Fernseher aus. Switch off the TV. Nimm mich zum Abendessen. Take me to dinner. Ich danke dir sehr. Thank you so much. Das Buch ist ihr. That book is hers. Dass er müde war. That he was tired. Das ist schön. That is beautiful. Das ist verboten. That is forbidden. Das ist gut gesagt. That is well said. Das ist, was ich tue. That is what I do. Dieser Stift ist dein. That pen is yours. Das war nachlässig. That was careless. Das werden wir gewinnen. That we shall win. Das Bett ist kaputt. The bed is broken. Der Horn klang. The bugle sounded. Das Kind ist tot. The child is dead. Die Uhr schlägt. The clock strikes. Die Ernten wurden wiederbelebt. The crops revived. Der Hund sprang auf. The dog jumped up. Die Tür war offen. The door was open. Das Ende kam bald. The end soon came. Die Flagge von Spanien. The flag of Spain. Das Essen war gut. The food was good. Der Geizhals lachte. The miser laughed. Der Mob zerstreute sich. The mob dispersed. Das Papier ist gut. The paper is good. Das Geheimnis ist aus.
The secret is out. Der Himmel wurde dunkel. The sky grew dark. Der Test war einfach. The test was easy. Der Zug blieb stehen. The train stopped. Das Wasser ist weich. The water is soft. Der Wind war kalt. The wind was cold. Sie spielen Cricket. They play cricket. Sie haben mich rausgeschmissen. They threw me out. Sie wurden getragen. They were carried. Sie sind sehr beschäftigt. They're very busy. Dieses Buch gehört mir. This book is mine. Das funktioniert nicht. This doesn't work. Dies ist mein Cousin. This is my cousin. Das ist mein Freund. This is my friend. Das ist das Haus. This is the house. Venus ist ein Planet. Venus is a planet. Sehr gut, danke. Very good, thanks. War sie überrascht? Was she surprised? Wir sind in Eile. We are in a hurry. Wir mögen es nicht. We do not like it. Wir fliegen nach Chicago. We fly to Chicago. Wir sind in einen Bus gefahren. We got into a bus. Wir waren geliebt worden. We have been loved. Wir müssen jetzt gehen. We have to go now. Wir verletzen uns. We hurt ourselves. Wir müssen uns entschuldigen. We must apologize. Wir müssen wirklich gehen. We really must go. Wir werden geliebt werden. We shall be loved. Was für ein tolles Lied. What a great song. Was für eine große Nase. What a large nose. Welcher Tag ist heute? What day is today? Was haben Sie gesagt? What did they say? Was hast du gewaschen? What did you wash? Was ist passiert? What has happened? Was ist eine Insel? What is an island? Was ist der Sinn? What is the point? Wie heißen Sie? What is your name? Wie spät ist es am besten? What time is best? Wann bist du gekommen? When did you come?
Als der Abend kam? When evening came. Wann kommt er? When is he coming? Wo bist du gerade? Where are you now? Wo wohnen Sie? Where do you live? Wo arbeitest du? Where do you work? Wo er geboren wurde? Where he was born. Wo ist sie hin? Where is she gone? Wohin sollen wir gehen? Where shall we go? Welches ist deine Tasche? Which is your bag? Wer hat es gebrochen? Who has broken it? Wer wird dir helfen? Who will help you? Wessen Stift ist das? Whose pen is this? Warum hast du das getan? Why did you do it? Hast du Tee? Will you have tea? Du machst die Ehren? You do the honors? Du hast keinen Sinn. You have no sense. Du musst leise sein. You must be quiet. Du darfst dich nicht öffnen. You must not open. Du musst jetzt aufhören. You must stop now. Du brauchst nicht zu brüllen. You need not roar. Du siehst ihn dort. You see him there. Du warst nicht zurück. You were not back. Du hast gesprochen. You were speaking. Du wirst geliebt werden. You will be loved. Dein Name bitte. Your name, please. Du bist sehr schlau. You're very smart. Geh geradeaus. Go straight ahead. Wie war der Film? How was the movie? Ist dieser Stift dein? Is this pen yours? Wann kommen wir an? When do we arrive? Woher kommt sie? Where is she from? Es ist 10:30. It's 11:30. Außerhalb des Hotels. Outside the hotel. Kann es billiger sein? Can it be cheaper? Hier ist Ihre Bestellung. Here's your order. Wie schmeckt es? How does it taste? Ich fühle mich nicht gut. I don't feel well. Es geht mir gut und Ihnen? I'm fine, and you? Das ist meine Mutter. This is my mother.
Was studierst du? What do you study? Das heißt Freund. That means friend. Ich bin selbstständig. I'm self-employed. Meine Kehle ist wund. My throat is sore. Sind sie gleich? Are they the same? Verstehst du? Do you understand? Was denken Sie? What do you think? Wie ist das Wetter? How's the weather? Was ist los? What's the matter? Er hat ein schönes Auto. He has a nice car. Wie benutze ich das? How do I use this? Ist das Mr. Smith? Is this Mr. Smith? Ist das dein Buch? Is this your book? Jemand kommt. Someone is coming. Das ist nicht genug. That's not enough. Wo ist mein Hemd? Where is my shirt? Gängiger Ausdruck. Common expressions. Ja, ich verstehe. Yes, I understand. Zuhören und wiederholen. Listen and repeat. Bin ich dein Lehrer? Am I your teacher? Das ist Mr. Jones. This is Mr. Jones. Sie können es nicht verpassen. You can't miss it. Es regnet jetzt. Is it raining now? Ein entscheidender Sieg. A decisive victory. Alisa ist sehr beschäftigt. Alisa is very busy. Und sie sind sauber. And they are clean. Sind die Läden geöffnet? Are the shops open? Sind sie schon fertig? Are they ready yet? Bist du hier glücklich? Are you happy here? Bist du interessiert? Are you interested? Bist du Mr. Morty? Are you Mr. Murphy? Bist du ganz sicher? Are you quite sure? Fragen Sie entweder von ihnen. Ask either of them. Fahre vorsichtig. Be careful driving. Bevor ich mich vorgestellt habe. Before I submitted. Vögel lieben es zu singen. Birds love to sing. Celine liebt Klaus. Celine loves Klaus. Überprüfen Sie die TV-Anleitung. Check the TV guide.
Kommen Sie und sitzen bei mir. Come and sit by me. Komm, wenn du willst. Come, when you like. Könnte er es sich leisten? Could he afford it? Könnte sie es beweisen? Could she prove it? Krähe versuchte zu singen. Crow tried to sing. Habe ich das Rennen gewonnen? Did I win the race? Kümmere dich nicht darum. Do not care for it. Störe ihn nicht. Do not disturb him.